setzt du dich aufs Rad, fährst ganz langsam an mit schleifender Bremse und suchst einmal kurz im Chicken Waits stehen zu bleiben, um wieder weiter zu rollen. Das war's schon. Gorilla, 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 Gorilla. Du hast zwei Probleme. Du kannst vorne nicht richtig bremsen, weil du nicht mehr rüber lässt. Du kannst hier nicht richtig bremsen, weil die Ferse nicht weit genug ist. Das ist geschafft. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja schon gesehen, es gibt noch so ein paar Sachen vom Coaching vom Thomas, die mir irgendwie noch im Kopf rumgeistern. Und weil ich eigentlich ein bisschen müde bin, nicht jetzt so voll hier durch die Trails shredden möchte, dachte ich, nehme ich mir die Hausaufgaben vom Thomas zu Herzen und nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Ihr habt es ja schon gesehen, es geht darum, in so einer Steilabfahrt kurz einfach stehen zu bleiben. Und die Schwierigkeit dabei ist, genug Druck auf dem Hinterrad und auf dem Vorderrad zu haben. Und genau das werde ich jetzt einfach üben. Ich werde jetzt erstmal hier dieses Stückchen nehmen, weil das nicht so ultra steil ist. Und wenn das dann klappt, dann nehme ich mir das nächste vor. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist es für mich jetzt wichtig, dass ich in den Gorilla gehe, um genug Druck aufs Vorderrad zu bekommen und die Fersen runternehme, um genug Druck aufs Hinterrad zu bekommen. Thomas, falls ich das falsch sehe, schreib mir in die Kommentare, korrigier mich. Ich werde mir deine Hausaufgabe jetzt zu Herzen nehmen und hier versuchen, kurz anzurollen. Vielleicht von hier oben ein Stückchen und dann versuchen, so in der Mitte kurz stehen zu bleiben. So Trackstand und dann weiter zu rollen. Ihr könnt es euch ansehen und lachen. Viel Spaß. Perfekt. Direkt noch ein Versuch. Also ich würde sagen, das war jetzt gar nicht so übel, aber fühlt sich noch nicht so sicher an, deswegen direkt nochmal. Also ich würde sagen, der Versuch war echt ganz gut. Ich habe mich so gefühlt, als könnte ich auch richtig lange stehen. Ich glaube, beim ersten Versuch hatte ich die Fersen noch nicht so weit unten. Ich mache noch einen Versuch und dann nehme ich mir hier das steilere Stück vor. Ich war nicht genug im Gorilla, schon direkt gemerkt. Ah, noch einmal. Gleichgewicht verloren. Noch ein Versuch. Ich glaube, ich kann so gut stehen bleiben, weil hier auch ein paar Wurzeln sind. Und da auf dem Stück sind gar keine Wurzeln, deswegen probieren wir es jetzt mal dort. Das ist schon gut steil. Ja, Leute, das war echt nicht schlecht. Ich bin ein bisschen gerutscht auf den Hinterreifen, aber das war schon nicht schlecht.
okay. Man sieht aber hier, ich habe zu viel blockiert mit den Reifen. Natürlich auch ein bisschen Laub hier, aber damit gebe ich mich noch nicht zufrieden. Ich werde es noch ein paar Mal probieren. Das hat besser geklappt als gedacht. Super anstrengend, auch diese Basics-Trainings. Echt nicht schlecht. Danke nochmal an Thomas auf jeden Fall. Ich habe jetzt voll gemerkt, was es für einen Unterschied macht, Druck auf das Vorderrad zu geben, die Fersen runterzunehmen. Und also echt, ihr habt es ja gesehen im Video in Olpe, ich konnte gar nicht anhalten. Ich bin einfach durchgerollt, hatte gar keine Kontrolle. Ich glaube, das ist aber etwas, das müssen wir irgendwie immer und immer wieder üben, bis es so in Fleisch und Blut übergeht. Auch die anderen Sachen mit den ganzen Positionen, bei Sprüngen und so weiter. Yes, aber für heute bin ich mit dem Ergebnis wirklich zufrieden. Ich werde es auf jeden Fall noch weiter üben, immer mal wieder. Wenn man mal ein paar Trails fährt, kann man das ja genial üben und gibt mir auf jeden Fall viel mehr Sicherheit. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre so eine Downhill-Strecke oder irgendwas richtig Verbocktes, dann will ich ja auch nicht immer absteigen müssen irgendwie und will auch kontrolliert bremsen können vor allem. Und das hat mir jetzt echt gezeigt, ich kann echt ja auf dem Punkt irgendwo bremsen. Und das ist einfach auf jeden Fall ein krasser Fortschritt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt und ob ihr auch manchmal einfach nur Basics trainiert, statt einfach nur immer hier die Trails zu ballern. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass mir gerne ein Abo da, denn es gibt jede Woche mindestens 2 neue Videos auf diesem Kanal und wir werden immer mehr Leute in der Community. Ich freue mich mega, dass ihr alle da seid. Vielen Dank dafür. Motiviert mich selber auch einfach extrem. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.